Und damit hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snowrunner. Wir sind mal wieder in die Mandra, wie ihr seht, habe ich den Azov hier. Nachdem wir in der letzten Folge angefangen haben, Artilleriebatterien zu suchen, die erste ja auch schon gefunden haben, beziehungsweise freigeschaltet haben, habe ich mich dazu entschlossen, erstmal diese verdammte Werkstatt hier freizuschalten. Dazu müssen wir Aufträge machen oder Aufgaben. Die erste Aufgabe, die wir machen müssen, ist kaputtes Kraftwerk. Langsam wird es echt verrückt. Leitung reißen, Trafos werden überflutet, Masten schürzen. Wir haben genug Leute im Umspannwerk, aber keine passenden Ersatzteile. Könntest du helfen, einige Teile dorthin zu bringen? Starträger müssen wir zum Umspannwerk liefern. Ah, der Weg zwischen den beiden Sachen ist gar nicht so weit. Wir schauen mal. Aber manchmal zeigt uns die Map ja nicht richtig an, wo wir die ganzen Sachen kriegen. Ob wir die vielleicht auch hier aufladen können. Das wäre toll. Nee, schade. Okay, also müssen wir da hochfahren zum... Und dahin halt. Das heißt, wir fahren hier raus. Hier längs. Theoretisch durch diese See. Dann hier hoch. Ja, so weit, so gut. Das sollte erstmal gar nicht so schwer sein. So, den Arzthof habe ich mir herangeholt, weil er mit der einer der robustesten und powervollsten Maschinen, so finde ich, im Spiel ist. Das Einzige, was er halt nicht ganz so sehr mag, sind so extrem krasse Steigungen. Die Schnauze hier vorne ja doch recht weit runter geht. Aber ich glaube, das Problem haben wir hier eher weniger. So, wie gesagt, einmal durch den See. Ich hoffe mal, Funst. Oh, das ist tiefer als gedacht. Ach du Kacke. Das ist ein bisschen tiefer an der Stelle, als ich es vermutet hatte. Also sollten wir uns hier... wir nehmen mal den langsameren Lastengang. Möglichst auf den Stein halten, so wie das ausschaut. Das könnte da... etwa problematisch werden. Wir haben auch Schneeketten drauf, ne, und keine Schlammreifen. Maybe wären Schlammreifen intelligenter gewesen, aber das ist Schneegebiet, da gehören für mich Schneeketten drauf. Ist halt einfach so. Gut, jetzt müssen wir hier eigentlich nur diesen Berg... Ach du Kacke. Hochfahren. Ich würde gerne auch mal lenken wollen. So. Nun, ich glaube, jetzt haben wir wieder einigermaßen festen Boden unter den Füßen. Oder unter den Reifen. Läuft. Oh, ist auch ein bisschen eng hier oben. Aber irgendwie...
Irgendwie kommen wir hier schon durch. So, da sind wir mit dem Auflieger kurz hängen geblieben. Ach du Scheiß, was habe ich mir hier schon wieder eingebrockt? Uiuiuiui. Komm schon, jetzt beiß dich hier durch. Ja, ne? Boah, so? Ich glaube, das wird verdammt lang. Vor allen Dingen, wir haben ja gleich noch Stahlträger hinten auf dem Sattel drauf. Uff, 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 uff. Ich glaube, das wird noch anstrengender, wenn wir gleich zurückfahren. Aber irgendwie würde das schon gehen. So. Schön um die Kurve rum. Und dann sind wir zumindest auch am Verladeort angekommen. Kommt sie? So. Gut, hier ist auch noch ein Wettkampfstart. Stahlträger. Davon brauchen wir zwei Stück. Die haben wir. So, und jetzt müssen wir die zum Umspannwerk hier in Westen. Ich glaube, hier unten konnte man durchfahren. Das bedeutet, wir fahren hier hin. Hier konnte man runterfahren, meine ich. Aber da kommen wir nicht durch, glaube ich. Und dann gucken wir mal weiter. So, jetzt wollen wir erstmal kurz gucken. Wenn wir jetzt so anfahren, drücken wir ihn ja erstmal in die andere Richtung. Jawohl! Ich hab Reifen kaputt gemacht. Na gut. So. Irgendwann sind wir dann hier auch gleich weg. So. Automatik fahren wir hier mal nicht. Das ist mir deutlich zu gefährlich. Cool. So. Und wie gesagt, irgendwie kommt man hier runter. Frage ist halt nur, schaffen wir das mit unserem fetten Auflieger hinten drauf?
Da ist schon zu spät. Also wir müssen hier irgendwo durch. Okay, das wird so, glaube ich, nicht. Haben wir hier noch einen anderen Punkt? Ach, komm schon. Das ist auch wieder so ein russischer Mammutbaum, der nicht kippt, ne? Ja. Uff, ist das schwierig. Na gut, dann fahren wir doch hier irgendwie weiter. Gucken uns das Plateau hier vor uns noch mal kurz an. Kommen wir hier irgendwo noch darüber? Das sieht so aus. Kann jetzt natürlich auch mördermäßig in die Hose gehen. Das ist auch weniger LKW fahren als LKW fliegen gefühlt. Komm. So, dann fahren wir noch mal ein Stück zurück. Da ist schon wieder ein Reifen kaputt. Uiuiui. Also ob das jetzt der schlauste Weg war, mag ich jetzt kurz bezweifeln. Aber es ist ein Weg. Ach komm schon. Lass mich doch einfach vorne rum. Zack. Ob es passt. Wenn wir jetzt zumindest irgendwie nach vorne kommen. Da wärm's. Gott sei Dank. Der kaputte Reifen, ja. Ist jetzt halt da. Mit dem müssen wir jetzt erstmal leben. Ich glaube, ich bin das letzte Mal hier mit dem Scout lang gefahren, aber das ist nicht ganz so schwierig. Auf jeden Fall bin ich hier nicht mit. Mit so einem Gerät lang geprescht.
Nee, links und so Punkte. Nö. Dann gucken wir mal. Uns da hinziehen können? Nö. Ich will mein Heck ein bisschen rumziehen. Um den Sattel freizukriegen halt. Was wir da auch versuchen können, ist den hier mal kurz zu lösen. Und den quasi hinterher zu ziehen. Komm schon rum. Er kommt langsam, glaube ich, oder? Sieht er nur so aus. Dö. Sohn. Oh, er ist frei, glaube ich. Geil. So. Wenn wir ihn hier nur noch rumkriegen. Das haben wir. Doch gar nicht so schwer. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir müssen hier durch den Fluss fahren, ne? Ich hoffe, der Fluss macht das mit. Da oben lang? Nee. Ich glaube, durch den Fluss. Und bis da vorne zu dem Container geht's auf jeden Fall. Jetzt mal sagen. Ja, mir ist bewusst, dass wir immer noch mit dem kaputten Reifen fahren, aber hey. So what? Scheint hier teilweise. Oh Gott, nein.
glaube, wir hängen. Das ist ja kacke. Womit ist denn die Winde verbunden? Nee. Oh oh. Aber ich glaube, so fracht es nicht mehr fest drauf, ne? Ah. Zack. Ach Gott. Ah? So, jetzt müssen wir nur noch wieder zusehen. Das war unser Anhänger hier mitkriegen. Na komm. Ich glaube, ich habe mich hier in eine äußerst prekäre Situation verfrachtet. Irgendwie dachte ich, das funktioniert besser. Irgendwie dachte ich, das funktioniert besser. Also aufgrund der Tatsache, dass halt dieser Auftrag hier drin ist, dachte ich, wir kommen hier halt echt durch. Wir hätten aber echt am Ufer lang vermissen. Das macht die ganze Geschichte jetzt schon wieder äußerst schwierig. Denn das bedeutet, ich brauche einen Kran.
Also vermutlich brauche ich einen Kran. Mal, der Mast steht sogar in der Luft. Okay. Ja. Über den Kran. Zieh einfach mal weiter und gucke, was passiert. Noch scheint die Ladung drauf zu sein. Warum auch immer. Jetzt tut sich auch gar nichts mehr. Den Punkt. In der Hoffnung, dass er sich auch wieder ein bisschen aufrichtet. Nee. Wie kein passender Anhänger zum Ankuppeln. Das ist ja gelogen. Ja. Wie gesagt, ich glaube, wir kommen hier so ohne weiteres erstmal nicht weiter. Das heißt, ich muss mal irgendeine Karre ranholen. Mit einem Kran. Hilft da alles nix. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. irgendwie habe ich mir da ein bisschen anders ausgemalt, aber hey. Erstmal Motor abstellen. War auf jeden Fall lustig. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Haut da rein. Bis dann. Tschüss.